or normally I feel music is very visible. Music is visible. Also, the visible artwork, the visual artwork is audible. But normally, the people are a little bit confusing because music to hear, listen to your eye from your eyes, from your ears, not from eyes. But for my, maybe inside of my brain, it's mixed up. I could listen. So I try to make something infinitive. So infinity things like, okay, for the music, something like loop. But the loops goes forever, you get bored easily. But the two different length loops, so it means always a little bit changing. And you don't find a really loop point. So it is a simple loop, but if you do something randomly, I think it's close to get closer to the infinity. So that's why I really like the randomness. Then, yeah. Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft fördert eben in verschiedenen Bereichen, in der bildenden Kunst, Architektur, Musik und Literatur. Und in der bildenden Kunst vergeben wir eben den Kunstpreis Ars Viva. Der wird jedes Jahr vergeben an 2 bis 4 Künstler. Und das Besondere an diesem Preis ist, dass mit ihm 3 Ausstellungen verbunden sind. 2 innerhalb Deutschlands und 1 im europäischen Ausland. Before in Japan, I live in a small apartment, then small table, like a kitchen tables. So I can make only the small drawings or something inside of the computers. But now I can play with the space. Hier dieses Kunstfenster im BDI ist eben noch ein ganz eigener Ausstellungsraum, den der Kulturkreis innerhalb des BDI bespielen kann. Auch weil man gesagt hat, wir sitzen im BDI und wollen eben ein Zeichen nach außen setzen, dass hier der Kulturkreis sitzt und auch der BDI für Kultur steht. Darum auch dieses Fenster, was eben nach außen weist. Und Der Connex zum Ars Viva Preis lässt sich insofern schlagen, als wir eben dieses Kunstfenster nutzen, um jährlich einen ehemaligen Ars Viva Preisträger auszustellen und sozusagen die Chance zu nutzen, dass wir nochmal überprüfen können, wie hat sich ein ehemaliger Preisträger entwickelt, was macht er heute, und wir können einfach nochmal einen kleinen Ausschnitt dieses Werks präsentieren. Also es ist ja kein besonders großer Raum, aber man hat einfach nochmal die Möglichkeit, eine Arbeit auch in Auftrag zu geben und auch nochmal den jeweiligen Künstler zu fördern, indem man ihm eben diese Arbeit ermöglicht, die danach in den Besitz des Künstlers übergeht.